Wie wäre das denn, wenn ich das hier hinfahre und dann einfach mit einem LKW da drüber? Oder zum Torfmoor würde auch gehen. Da das ja Ersatzteile sind und kein landwirtschaftliches Gedöns, sollte es doch eigentlich funktionieren, ne? Machen wir so. So, wir sagen eben erst einfach hier entladen, beziehungsweise einfach umladen. Umladen. Die Frage ist, ob ich ihm da in zwei Waggons jetzt noch mehr dran pappe. Wie viel kann der transportieren? 85. Und der Mettler-Truck, der kann. Weil es muss ja passen, ne? 93. Tja, da man ja leider nicht sagen kann, hier fahr los, wenn, bleibt uns jetzt hier wirklich nur die Möglichkeit, hier noch irgendwie wobei, wenn ich dem einfach keine Vollladeorder gebe, dann sind die 85 dort drin und der sackt die sich dann an. Und ansonsten fährt er einfach hin und her. Ach, ich pappe den einfach noch einen Containerwagen hinten dran. Tut ja nicht weh. Zur Sicherheit. So, der fährt das jetzt hier hin. Da brauchen wir jetzt natürlich noch an. Ist der Zug gar nicht da? Habe ich die Torfmoor-Züge nicht losgeschickt? Ach! Weil die noch auf Ton stehen. Die haben ja ganz vergessen. Okay, werden sie jetzt auf Torfmoor umgerüstet? Oh, das können die gar nicht, oder was? Hä, was ist denn das? Ach, Biomasse ist das einfach. So, jetzt aber. Da war ja was. Da war ja was. Irgendwas hat man da vergessen. Tja, das muss jetzt was sein, wo. Ach, guck mal, das passt doch hier gerade geil hin. Oder? Genau, kann er seine Runde fahren? So, nun mache ich dann die. Na gut, hier müssen alles Brücken. Ich würde dann noch hier einen Tunnel bauen. Natürlich sollte man schon die richtige Stelle nehmen. Sonst funktioniert das nicht. Das hat natürlich jetzt den Reiz, dass da die Stadt, ich
sich da jetzt auch hinsiedeln kann, ist das das hier, ja, ne? Ich würde mal das mal so machen. Dann bauen wir der Stadt hier noch eine Möglichkeit, dass die hier vielleicht noch ein paar Häuser hinstellen und sich das dann positiv auf die Fahrgastzahl am Bahnhof auswirkt. So. Das ist natürlich ärgerlich, dass wir das hier übersehen haben, dass die schon lange im Depot warten. Das hat jetzt ganz schön Zeit gekostet. So, Ersatzteile. Ich suche das Ding einfach mal schnell. Mettler Truck. Wenn es wirklich mal einen gäbe, der einfach nur diese 80 Kisten transportiert, oder man das irgendwie begrenzen könnte. Wenn du 80 Kisten hast, dann ich das Ding auf Vollladen. Ich glaube, irgendeine Routenanpassung muss ich ja sowieso nie machen, weil da wahrscheinlich sowieso weniger als alle 90 Tage ankommt. Oh, da kommt er schon. Wo sind die Züge, die jetzt... Ach, die sind gerade noch auf der Rückfahrt dorthin. Okay. So, 58 Kisten Ersatzteile Rest haben wir. Gut. Das heißt, er wird irgendwann zweimal hin und her fahren, gefühlt. Ich überlege gerade, wenn wir ja eh schon so gebaut haben bei Utzwil, könnte man den doch eigentlich noch in einer... Oh, hier haben sie schon was hingebaut hier. Nee, ist das eine Straße? Nee, das war ich doch hier, ha? Irgendeine Buslinie bauen. Die hier einfach eine Runde fährt. So, Weltwirtschaftskrise beendet, das ist auch sehr gut. Ich baue jetzt mal random hier irgendwelche Bushaltestellen. Na gut, hier unten, das ist noch so ein bisschen im Off. So, Utzwil Verwertungshof, das ist dann für die Bediensteten, die dort arbeiten. So, dann will der Zug wahrscheinlich hier lang fahren. Der Bus. Hier lang fahren. Hier lang fahren. Und dann. Hier das Hotel. Also ist es schon in der Reichweite vom Hotel? Machen wir mal eine Bushaltestelle, die das auch wirklich in der Reichweite hat. So hier. Achso, ich packe einfach hier noch eine hin. So. Einfachheit halber ist das Depot einfach am Bahnhof, dass wir es auch finden. So, was haben wir jetzt für einen Bus genommen? Wie heißt er? Kein Icarus. Na, die müssen wir mal rausnehmen irgendwie. Es war keine gute Idee, die alle reinzumachen. Ach hier, den Leopard-Bus. So, der fährt hier lang, hier lang, hier lang, hier, zack.
So, hat er alle? Ja, ne? So, automatisieren und dann machen wir einfach irgendwie, keine Ahnung, drei Busse da. Die dann da einfach eine Runde fahren. Und das gleiche in die andere Richtung. Warte mal, geht das da? Manage Order. Achso, warte mal, hier unten war das ja. Kehre Auftragsliste um. Dann fahren die doch eigentlich rückwärts, ne? 1, 2, genau, guck mal, wie geil einfach das jetzt geht. So, automatisieren, zack, zack. Feuer frei. Die haben ihre, so, da haben wir sozusagen jetzt einen kleinen Kreisverkehr hier. Na gut, hier in der Mitte ist natürlich nichts, ne? Die gehen leer aus. Eigentlich müsste man hier so einen Pendler machen, der einfach hier so hin und her pendelt. Ist denn der jetzt hier lang gefahren? Oh. Hä? Weil die dort nicht rumkommen. Oh, das ist natürlich jetzt nicht so geil. Das hatte ich nicht gesehen. Na, dann müssen sie halt dort irgendwo umlenken, erstmal temporär. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich nichts Temporäres bleiben, sondern das wird irgendwas, was hier das Let's Play überlebt. So, aber jetzt habe ich ihnen ja so eine schöne Buslinie gegeben, jetzt fänzen die rum und sagen, so geht das nicht. So, jetzt haben wir so einen schönen Aluminium hier. Wie sieht das bei der Säure aus? Oh. Ordentlich gefüllt. Ich glaube, da können wir nochmal hier, raushauen. Hier sieht es auch gut aus mit den Wertstoffen. Hauen wir nochmal eins raus. So, genau. Jetzt haben wir natürlich Aluminium. Was kann man damit machen? Metallwaren, Gießerei. Was macht die Gießerei daraus? 40 Tonnen Waren. Beziehungsweise eine Fabrik. Die macht auch nur Waren draus. Aber haben wir schon mal eine einfach nur eine Fabrik? Eine ganz Stino-Fabrik? Haben wir das schon mal irgendwie mal angefahren? Das ist ja das hier, ne? Haben wir sowas schon mal angefahren, eine Fabrik? Gucken wir mal, weil wenn nicht, dann wäre das nämlich jetzt der Plan. Dass die Fabrik hier auch. Oh, hier müssen wir auch noch hier. Das haben wir auch noch offen mit Industrie. Oh, ich glaube, die Karte, das war so eine nicht ganz so tolle Idee. Haben wir wirklich keine Fabrik bisher genutzt? Interessant.